Danke. Scheiße, ich habe die Orientierung verloren. Warte. Hier ist auch ein Feuer. Hey, und das ist eine spooky Alte. Kann ich sie auch heiraten? Hallo. Name thyself, Stranger. Alter, I am ausnahmsweise jemand, Yoshka, der redet. Captain of the Dark Moon Joschka, Guards. ich war in deiner Kirche. What beckoned thee to such? Ich möchte euch die Treue schwören. Any Gott hat die farther. Spaghetti-Arme. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn Gwen! and Sister Guinevere, a Guinevere! blade that shall hunt the foes of the night, Kommt place zur thee Sache! unto the Aegis. And the power. Des Heiligen Geistes. Thou art now a blade of the dark moon, the only knight of our company. Der Swear Einzige! this oath. Achievement! Oh! Wo das Krokodil das erste Mal kam. Stimmt, da muss man zu Bolnir. Warte mal kurz. So in einer Hure. Ah, ja, lang, habe ich vergessen. Würde mich aber jedes Mal dran erinnern. Was? Können wir drüber reden? Das ist der größte Switch and Bait der. Oh, da ist ein zweiter. Weltgeschichte gewesen, ne? Okay, Jungs. Tragen das aus wie echte Männer. Auf einer. Ich hasse euch. Sieht nicht danach aus, als könnte ich jetzt eine Quest machen. Mann, sieht nicht danach aus, als könnte ich irgendwas machen. Mir das. Bitte sag mir, ich kann die von der Seite öffnen. Hurensohn. Bin ich nicht von hier gekommen? Nein, bin ich natürlich nicht. Das wird ja gar keinen Sinn ergeben. Das ist ein schlechter Scherz, oder? Ich meine, okay, er hat mir ordentlich einen Stromstoß gegeben. Aber ein schlechter Scherz ist es trotzdem. Kann ich die Tür von hier irgendwie öffnen? Ist hier. Ist hier ein Mechanismus? Ah! Ich komme hier nicht raus! Du Monster! Gott, was ist das für eine Wolke? Ist das dein Ernst? Hey, kein Mann. Was passiert hier? Ah, Ludwig-Style. Kein Fan, kein Fan. Feuerwerk! Ach, Gift soll das werden. Au. Warte mal, Jungs, ich habe eine bessere Idee. Ganz ehrlich, auf dem Papier sah es eine Nummer besser aus. Aber eigentlich. Kann man das nochmal wiederholen? Kommen Sie bitte einen Schritt näher. Es passiert Ihnen auch nichts. Boah, diese dämliche Schleim ist im Weg. Und auch das habe ich mit Bravour bestanden. Oh Gott, sieht der spooky aus.
Ah, nicht zaubern. Warum haut er erstmal so eine Seele um? Können wir jetzt kämpfen? Scheinbar. Ja, ich stehe hier auch in irgendeiner von seinen Grützen. Ist das so gut, dass ich hier direkt hinter ihm stehe? Ist bestimmt gut. Ja, oder ab. Macht mir den ganzen Kampf malig. Er hat die Farbe geändert. Boah! Sicker Laser. Das ist ihn von deiner Mami. Huh. Merk schon. Mami nicht sein Lieblingsthema. Kann ihm hier aber auf seinen riesigen Schwanz hauen. Das ist immer ein Vorteil. Der wird mich beschützen. Die Säule hat mich tatsächlich beschützt. So ein Gott. Ich würde sagen, wie ich mich von noch nichts hab treffen lassen. Ja, verzauber dich. Oh nein! Oh! Oh, das war gefährlich. Das hätte bösartig enden können. Wollte sich doch hier mal in die Ecke gehen, von der ich am... Oh, nicht gut! Weil ich am weitesten entfernt bin. Oh, ich bin durchs Feuer gelaufen. Oh, ich habe Feuerschaden bekommen. Oh! Oh Gott! Jetzt nicht am Ende stark nachlassen, wenn wir gierig werden. Einfach gechillt weitermachen. Ich würde jetzt sagen, das ist so ein guter Schlag, aber... Der wäre nur gut gewesen, hätte ich mich nicht treffen lassen. Okay, jetzt brennt hier ein bisschen, da muss ich aufpassen, aber eigentlich kann ich ihm dafür gut geben. Ich habe ihm die legendäre 5er-Kombo gegeben. Das ist eine Anspielung an Dark Souls 1, als man 5er-Kombos machen konnte. Und da geht er dahin. Diesen Sieg habe ich niemand anders als meinem Schlangenring zu verdanken. Nein! Ah, ich dachte, da kommt wenigstens noch ein Prompt oder so. Meine 63.000 Seelen, die ich dabei habe. Das kann doch nicht gut enden. Entschuldigung. Wie werden die immer so groß, frage ich mich. So rein von der Lore her. Kompensieren die irgendwas weg? Easy. Nicht so easy. Okay, okay. Ich verstehe schon. So einer sind wir. Der ging daneben. Aber gut, Frau. Lassen Sie sich da nicht beirren. Wir machen alle mal Fehler. Ich glaube, mein Fehler ist es, wenn ich hier jetzt nicht eintrinke. Da sollte ich weg, was? Keine Ahnung. Oh, Dual Wield. Wo ist sie denn hin? Einfach mal reinrollen. Es wird Zeit für die legendäre 5er-Kombo. Das war so gierig. Ich hab's trotzdem gemacht. Was passiert jetzt? Aha. Ich glaube, jetzt kommt ihre legendäre 5er-Kombo. Für die habe ich aber nicht so viel Verständnis. Oh Gott, nein. Heilen. Wir haben es doch fast geschafft. Dass wir es fast geschafft haben, habe ich gesagt.
Das waren die falschen Worte. Die hätte ich so nie sagen dürfen. Aber es ist bestimmt. Ja, ich habe einen Fehler getan. Ich hatte keine Energie mehr. Nein. Jetzt weiß ich, was du meinst. Dass die. Dann ging der hier nicht mehr durch. Dass sie mit zwei Schwertern hat die echt freche Kombos. Die Säule brennt. Das ist neu. Das ist geil. Das. Hurra, hurra, die Säule brennt. Das war jetzt definitiv wieder meine Schuld. Ich werde ungeduldiger. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe doch schon alles gesehen. Das ist langweilig. Der hat ein Schwert, der macht so ein bisschen Schwingel-Dingel. Und dann hat zwei Schwerter und dann macht das in ungefähr der doppelten Geschwindigkeit. Was habe ich denn davon? Feuer. Feuer über Deutschland. Pass auf. Ja, das habe ich verdient. Gut, haben wir das auch mal gesehen. Ich finde, das ist immer wichtig, dass man alles mal gesehen hat. Komm, okay. Da muss ich jetzt sagen, das war eigentlich ganz cool. Als sie mit dem einen Angriff so nach vorne geschlagen hat und ich hinten an ihr vorbei, da hätte sie mich fast nochmal erwischt. Also, wie sie einen mit dem Kopf verfolgt, wollte ich sagen. Das ist eigentlich ganz cool. Die sein wie so eine Eule die ganze Zeit anguckt, egal wo man ist. Könnte man jetzt natürlich fragen, okay, warum bist du dann so dumm und verfehlst mich? Aber, ich bin ein Gentleman, ich frag sowas nicht. Mittlerweile das Gefühl, ich habe da noch nicht alles gesehen. Muss nochmal eindringen. Was? Was ist das für eine Reichweite? Das sah aus, als wollte sie jemanden mit ihrem rechten Schwert den Weg zeigen. Er so, hey, wo geht's denn hier zur Pizzabude? Und sie so, da lang. Und das da lang mit ihrem rechten Schwert hat mir gerade einfach die ganze Leiste von meinen Lebenspunkten abgezogen. Das war doch nicht mal ein richtiger Angriff. Das war einfach nur...